Hallo und willkommen zur Pilztour Ende September und es scheint jetzt richtig loszugehen mit den Pilzen und ich starte auch gleich voll durch im Video. Wir starten mit dem Birkenporling. Das ist ein Vital- und Heilpilz, für Speisezwecke ist er nicht geeignet, gilt daher als ungenießbar. Hier noch ein ganz junges Exemplar, der ist vitalpilztechnisch interessant für alle Magen- und Darm. Erkrankungen und Geschichten. Der wächst ausschließlich auf Birkenholz, auf totem Birkenholz, ist ein Folgezersetzer. Und ja, wir sehen jetzt hier zwei richtig junge Fruchtkörper, schon ein bisschen von den Schnecken angefressen. Markant ist, dass die so weiß sind, bis schmutzig weiß, leicht bräunlich, können die auf der Außenseite dann werden, kriegen das so eine rissige Haut dann mit der Zeit und haben unten dann, das ist jetzt hier noch nicht zu sehen, eine weiße Porenschicht. Das gibt dann hier so einen richtigen Kupf und hier außen bildet sich so ein Teller. Ja, der Birkenporling. Ein toller Pilz, der hat mir auch schon sehr geholfen bei Verdauungsbeschwerden oder dergleichen. Zur Zubereitung kann ich sagen, man sammelt den möglichst frisch, schneidet den schnellstmöglich in kleine Stücke, weil der wird dann schnell zäh und lässt ihn dann trocknen, zum Beispiel in einem Dörrgerät und danach kann man ihn in einer Kaffeemühle oder ich verwende eine Getreidemühle fein zu Pulver mahlen und dann bei akuten Beschwerden einfach einen Löffel davon in den Mund mit Wasser runterspülen und schauen, wie es wirkt. Ich bin aber kein Arzt und dies ist keine Therapieempfehlung. Meine Vorräte von dem Birkenporling, die sind noch gefüllt vom letzten Jahr. Da hatten wir richtig schöne und viele tolle Funde. Deswegen braucht es dieses Jahr wohl keine Aufstockung vom Vorrat. Erstmal brauchen, was wir noch zu Hause haben. Wir sind jetzt hier im Waldstück mit Nadelbäumen, wie man sieht, aber auch Buchen, also ein Laub-Nadelwald, Mischwald. Und hier haben wir den nächsten Pilz. Die Bedingungen sind hier gut für den flockenstieligen Hexenröhrling. Ein essbarer Pilz, man muss allerdings einiges bei der Zubereitung beachten. Ja, der hat so einen richtig, man nennt ihn auch Schusterpilz, einen schuhlederbraunen Hut, gelbes Fleisch. An Schadstellen wird er blauen, stark dunkelblau, fast schon schwarz anlaufend. Dann hat er einen dicken Stiel wie ein Steinpilz. Der Stiel ist aber gelb mit roten Flocken drauf, also so rötlich überflockt. Sieht man hier schön oberhalb der Fraßstelle. Und dann hat er rote Röhrenmündungen, hier schön zu sehen. Und das sind so die Merkmale vom flockenstieligen Hexenröhrling. Das ist ein relativ schwer verdaulicher Pilz, ein bisschen ein stabilerer Pilz. Früher galt er zum Teil auch als giftig mit Alkohol. Das liegt aber wohl eher an der schweren Verdaulichkeit und der negativen Wirkung von Alkohol auf die Verdauung. Da gibt es keine Giftstoffe drin, die irgendwie mit Alkohol reagieren würden. Trotzdem sollte man den 20 bis 30 Minuten gut durchgaren vor dem Verspeisen. Für nicht pilzgewohnte Mägen ist der aber allenfalls zu viel Herausforderung. Für Pilzkenner und regelmäßige Pilzsammler und Pilzesser ist das aber ein kulinarisch sehr guter Speisepilz. Hier im Bild haben wir die nächsten Speisepilze. Den Safran-Riesenschirmling. Wir hatten ja im letzten Pilztour-Video den Parasol. Und das hier ist jetzt der Safran-Riesenschirmling. Relativ einfach dadurch zu unterscheiden, dass er keinen weißen, genatterten Stiel hat, sondern so einen bräunlichen und auf Verletzung ist er sofort so rötlich-bräunlich anlaufend.
Aber ansonsten hat er sehr viel Ähnlichkeit, ist auch etwas brauner in seiner Färbung. Hat hier auch so einen Hut, der mit so flausigen, wolligen Schüppchen besetzt ist. Dann hat er ebenfalls ein bisschen eine Knolle, ist aber kein Knollenblätterpilz. Die Knolle wird dann im Alter etwas kleiner, kann im jungen Alter doch recht groß sein. Hier sieht man schön das Pilzmyzel, diese weißen Fäden, die den eigentlichen Pilz im Boden ausmachen. Das Oberirdische, was wir hier schlussendlich finden und für Speisezwecke nutzen, ist ja lediglich der Fruchtkörper und dient dem Pilz dient dem als Fortpflanzungsorgan. Dann hat der nebst dem schon beschriebenen Stiel hier unbedingt, das ist sehr wichtig, einen beweglichen, verschiebbaren Ring. Also man sieht hier, man kann den ein bisschen lösen. Der ist nicht fest angewachsen, kann unter Umständen natürlich auch fehlen, ist aber ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Man kann den rauf und runter schieben und drehen. Auch die Schnecken ganz wichtig. Immer wieder am Pilz zu finden. Allerdings kein eindeutiges Bestimmungsmerkmal für einen essbaren Pilz, weil Schnecken können natürlich auch Giftpilze problemlos fressen, ohne davon Probleme zu kriegen. So, dann schauen wir uns die Lamellen noch etwas an. Ja, sind leider schon vom Schneckenfraß ordentlich beschädigt. Aber das sind so weiße Lamellen, die ein bisschen zum Bräunen neigen, wie der ganze Pilz. Ja, und davon verwendbar wäre vor allem der Hut. Der Stiel ist zu faserig und zäh und eignet sich nicht für eine Zubereitung. Den Hut, den kann man aber praktisch wie ein Schnitzel panieren und braten. Ich merke jetzt aber schon beim Anfassen, dass das bei diesem Exemplar wohl schwierig ist, weil, ach, der ist schon total verwurmt und verfressen und so wohl leider nichts mehr für die Pfanne. Aber grundsätzlich wäre der in nicht verwurmtem Zustand ein guter Speisepilz. Nur ein kleines Stück weiter haben wir hier Stockschwämmchen, ein Folgezersetzer von Laubholz. Gut an ihrer typischen Form zu erkennen, ist allerdings eher ein Pilz für Fortgeschrittene. Wächst hier so büschelig. Hat einen Hygrophanenhut, der ist also zweifarbig, hier in der Mitte heller und außer dunkler. Ändert sich je nach Feuchtigkeitsgehalt. Dann hat der, wir nehmen da mal einen weg, so ein bisschen braune Lamellen. Pilze mit braunen Lamellen und braunen Sporenpulver ist ja immer viel Vorsicht geboten. Wichtiges Erkennungsmerkmal ist hier der geflockte, der geschuppte Stiel. Also wir haben hier einen dunkelbraunen Stiel mit hellbraunen Schüppchen dran. Man sieht schon, wenn man da ein bisschen drüber reibt, fehlen die dann. Und wenn die jetzt so fehlen, sind die eigentlich kaum noch vom giftigen Gifthäubling zu unterscheiden. Also das wirklich was für Kenner. So, jetzt nochmal schön zu sehen. Auch hier sind die Stiele zu zäh, müssen aber unbedingt mitgenommen werden, auch wenn man zum Pilzsachverständigen geht. Ohne die Stiele ist der Pilz praktisch nicht zu identifizieren. Häufig wachsen sie büschelig, manchmal aber auch
einzeln. Wichtig ist hier bei jedem einzelnen Exemplar die entsprechenden Erkennungsmerkmale genau zu kontrollieren. Sein giftiger Verwechslungspartner, der Gifthäubling, ist tödlich giftig. Darum hier wirklich sorgfältig arbeiten. Den nächsten Pilz hier im Nadelwald, auch eher was für eher fortgeschrittene als Lamellenpilz. Wir haben hier den filzigen Gelbfuß. Der hat so einen orange-braunen, der ist noch richtig schön orange, orange bis bräunlichen Hut. Der ganze Pilz ist so filzig, auch der Stiel. Der Stiel ist dann mehr so gelb-orange. Und schauen wir uns den von unten an. Hat dann auch wieder mehr so bräunliche Lamellen, die hier schönen Bogen bilden und am Stiel etwas herablaufend sind. Es ist leider ein Pilz, der dazu neigt, gerade hier in den Lamellen Schimmel zu bekommen. Hat jetzt hier auch solche weiße Flecken, den würde ich jetzt schon wieder nicht mehr verwenden für Speisezwecke, falls ich es noch nicht gesagt habe. Der filzige Gelbfuß ist essbar, aber hier wirklich darauf achten, dass der keine schimmeligen Stellen hat. Der hier, ja, der sieht besser aus. Kann hier keine schimmeligen Stellen entdecken. No. So, und speziell bei dem ist, einerseits hat er so ein bisschen parfümähnlichen Geruch bei der Zubereitung. Ist noch ganz speziell, wieder ein ganz eigenes Geschmackserlebnis, wie nur ein Pilz bieten kann. Aber er wird auch beim Braten, beim Erhitzen, wird der so violett, ganz violett. Und ist noch eine interessante Reaktion, die man dann da in der Pfanne sieht. Ja, ich mag den gerne, wir mögen den gerne, sammeln den gerne. Man muss die dann aber wirklich auch frisch zubereiten, weil die noch ein paar Stunden hier auch in den Lamellen unter Umständen, gerade bei etwas feuchterer Witterung, eben auch wieder Schimmel entwickeln können. Wir sehen hier schon ein bisschen einen Violett-Touch dort, wo der Pilz schon ein bisschen angegriffen ist. Auch wenn man daran reibt, kann der schon einen leichten Violett-Touch entwickeln. In der Pfanne ist das dann richtig intensiv. Der nächste Pilz hier, ebenfalls ein Speisepilz und ebenfalls gelb-orange. Hier aber kein Lamellenpilz, sondern ein Leistling. Und wer Leistlinge sicher bestimmen kann, hat hier sicher mit ungiftigen und essbaren Pilzen zu tun. Hier der Trompetpfifferling. Richtig schön satte Farbe im Stiel. Haben so einen braun-orangen Hut auch, nicht filzig, wie der Pilz vorhin. Dafür in der Mitte ein Loch, das in den hohlen Stiel übergeht. Und hier schön die Leisten zu sehen, so in diesem hellen Braungrau. Leisten sind eben dicker als Lamellen, nicht wirklich biegbar und fest mit dem Pilz verwachsen. Und die Trompetenpfifferlinge sind hervorragende Speisepilze, eignen sich auch gut zum Trocknen. Der nächste Speisepilz hier ist wieder einfacher zu erkennen. Wir haben hier den Semmelstoppelpilz. Der hat so eine Semmelfarbe, auf Schweizerdeutsch Weckli-farbig. Und ja, je nachdem mal mehr oder weniger lang im Ofen gewesen, mal etwas dunkler braun, mal etwas heller braun, aber immer so wie ein Weckli, wie eine Semmel.
Dafür hat er aber einen weißen Stiel. Und weiße Stoppeln sehen wir jetzt hier auf der Unterseite, durchaus auch am Stiel herablaufend. Also wir sehen hier wie weiße Stacheln auf der Unterseite. Und den kann man durchaus auch in größeren Mengen finden. Und ist auch ein guter Speisepilz. Man sollte allerdings ein bisschen mit der Menge aufpassen. Der neigt ein bisschen dazu, Schwermetalle und auch radioaktive Stoffe aufzunehmen. Also wer in einem Gebiet mit radioaktivem Niederschlag nach Tschernobyl lebt, sollte hier den Pilz wirklich nur in geringen Mengen zu sich nehmen. Die Empfehlung ist hier so um die 5 bis 10 Kilogramm pro Jahr nicht zu überschreiten. Der nächste Pilz, wieder ein Speisepilz, ein wunderschönes Exemplar von einem Täubling. Genauer gesagt, der rotstielige Ledertäubling. Ja, der hat so einen matt-roten, rot-braunen Hut. Wie bei Täublingen üblich, weißes Fleisch. Richtig schön, rund und satt ist er noch. Und doch eine ordentliche Größe. Dann möglichst viel Stiel da mal herauslösen. Weiter hat der rotstielige Ledertäubling so einen eigentlich weißen Stiel, der so rötlich überhaucht ist. So wie wenn man mit der Sprühdose kurz so pfft darüber wäre, nur ein leichter Rothauch. Ansonsten das Fleisch weiß und brüchig, wie das bei Sprötblättlern so üblich ist, also ein querbrüchiger Pilz, leider hier schon ein bisschen von den Maden angegangen, aber trotzdem ein sehr festfleischiger Pilz. Müssen wir halt zu Hause mal schauen, wie viel davon noch zu gebrauchen ist. Wir werden den dann wohl halbieren und die allzu madigen Stellen herauskratzen. Ja, ansonsten ganz jung weiße Lamellen, dann ein bisschen ins Hellgelbliche gehend. Und markant für diesen Täubling ist dann, dass am Hutrand hier der Übergang zu den Lamellen ebenfalls leicht rötlich ist. Ja, ein wirklich schönes Exemplar. Wir werden den jetzt hier noch im Wald ein wenig putzen. Hier auch typisch für den rotstieligen Ledertäubling ist, dass immer wieder einzelne Lamellen kurz vor dem Stiel oder kurz nach dem Stiel, je nachdem wie man sieht, gegabelt sind. Ja, ein wirklich toller Fund. Eine echte Freude, ein richtig schönes Exemplar. Wie das bei den Täublingen so üblich ist, wenn man Täublinge sicher bestimmen kann, auch wenn man hier nicht die genaue Art bestimmen kann, kann man hier eine Geschmacksprobe machen. Wichtig ist einfach, dass man hier sicher ist, dass es sich um einen Täubling handelt. Dann kann man eine Geschmacksprobe machen, sprich hier ein bisschen vom Pilz zwischen den Vorderzähnen zerkauen. Bleibt der mild und angenehm im Geschmack, ist es ein guter und essbarer Täubling. Wird er allerdings scharf oder bitter oder unangenehm, dann handelt es sich nicht um einen essbaren Täubling. Die Geschmacksprobe unbedingt wieder ausspucken. Eine wahre Freude, dieser Pilz. Und damit geht wieder eine kurze, aber erfolgreiche Pilzsuche zu Ende. Wir haben genug zusammen für ein gutes Abendessen, ein wildes Mischpilzgericht. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bald bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, glücklich und gesellig. Bis dann. Tschüss.